mein Name ist Wolf-Rüdiger Schmidt-Holzmann. Wir stehen hier vor Haus Au, im Park von Au. Und ich bin ein Befürworter der Landesgartenschau in Kuhlheim. Und zwar aus vielerlei Gründen. Das erste ist halt eben, dass man die Umgehungsstraßen von Kuhlheim entsprechend neu konzipieren könnte und auch mal fertigstellen könnte, dass man dieses den Kuhlheimer See fertigstellen könnte, dass man halt eben alles das Gelände hinter der Bahn neu infrastrukturmäßig anbinden könnte. Also es gibt eine Menge Dinge, aber natürlich könnte man auch in den Park, Nordpark, die Verlängerung des Nordparks bis an den Park von Haus Au hin verlängern und dort ein etwas machen, was es halt eben weit und breit nicht gibt. Vielen Dank. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. In dem Haus und da ist noch ein Teil der Wurzel da und der Baum kommt jetzt demnächst hier wieder drüber und wird hier, der steht nämlich draußen zur Zeit und wird hier wieder angebracht, so als markante Stelle. Da drüben haben wir auch nochmal das Gewölbe, beziehungsweise hier ist der Abgang in den Keller. Ich konnte weder eine Wärmedämmung noch sonst irgendwas anbringen. Und dann haben wir es so gemacht, das war dann das die praktischste Lösung. Das ist ein Öfen gewesen. Das ganze Haus hatte keine offenen Kamine, sondern die Öfen waren in der Wand eingebaut und hatten auch direkt darüber den Zug. Der wurde von der einen Seite, also von hier den Raum, war der bedient, von der anderen Seite war halt eben dann die Herrschaften, die es dann halt eben waren. Die Rinnchen, das waren die Wände. Ne? Also hier waren Damen-Schlafzimmer, Herren-Schlafzimmer, da drüben waren Schlafzimmer, hier Flur und hier waren Schlafzimmer und so weiter noch ein Bar. Und war auf die andere Seite auch offen, die leiser waren, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, weil es war an einer Stelle im Haus Abwasser worden. Das war da hinten in der Ecke und die Leitung kann man ja auch noch sehen, wenn man da. Ja, hier war es so, hier stand natürlich noch eine Wand. Das war ein Denkmal und sehr problematisch. Es hat fast ein Jahr gedauert, diese Wand wegzubekommen. Obwohl sie nicht mehr nicht original war, sondern sie ist 1986 von der Stadt Kuhlheim errichtet worden, um das Haus zu stabilisieren. Oder beziehungsweise um halt eben den Verfall zu verlangsamen. Da hat man also auch diesen Betonring eingebaut, den Sie hier noch sehen und der dort halt eben oberhalb ist, zwischen dem Klenker und dem Bimsstab. Das einzige Unterschied sind diese beiden Stahlträger. Das waren Eichenbalken früher, die gibt es aber heute nicht mehr. Also 15 Meter, 50 langen Eichenbalken